Und damit willkommen zurück zu Savage Lands. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich bin nicht ganz alleine. Vor mir steht ein nackter Poxy. Eigentlich Pox, aber hier ist er Poxy. Und Pox, deiner hängt. Ja, deiner auch. Leider. Oh Mann. Aber naja, okay. Dafür hast du jedenfalls einen Stock. So. Ja. Also, ihr habt gesagt, ihr wollt den Pox mal wieder sehen und deswegen haben wir ihn jetzt hier mal eingepflegt in das Spiel, ja. Also ich habe jetzt hier einen Bot, der spielt den Pox und dann, ja. Und ich kommentiere das einfach und mache einen auf Roboterstimme. Was ist denn los mit der Technik heute? Das Spiel mag mich nicht. Wieso, was ist denn mit deinem Spiel? Keine Ahnung, nein, mein Soundsystem hier macht irgendwie komische Geräusche. Egal, wir spielen jetzt einfach, so. Okay. Wo bist du? Was muss ich tun? Das Spiel ist so viel neu für mich, dass es, Ja, und das, obwohl du es halt einmal mit mir gespielt hast. Also, ja. Du siehst oben rechts erstmal die ganzen Aufgaben. Find a weapon, collect for close threats und so weiter und so weiter und so fort. Diese Aufgaben sollte man als erstes erstmal erfüllen. Und ich würde sagen, dafür, ja, ich kenne mich ja hier schon ein bisschen auf dieser Insel. Ja, die ist ja nicht zufallsgeneriert. Folgst du mir einfach mal unauffällig und ja. Mit Shift kannst du laufen, unten hast du deine Anzeige, Energie und Kälte. Genauso wie Hunger und Ausdauer. Und dann siehst du hier zum Beispiel einen Stein, den kannst du einsammeln mit E. Müsste da auch Steinchen. Stehen. Kann ich das in den Kopf werfen? Nee, kannst du nicht. Warte. So, hier vorne ist etwas, das werde ich mir erstmal gleich grabben. Nämlich eine Tasche, eine Sehne und massig Sachen. Und ich habe schon zwei Aufgaben damit erfüllt. Ein Steinchen. 6 Sticks gesammelt und so weiter. Hier ist noch ein Steinchen. Brauchen wir da viele von? Später brauchst du wirklich viel. Also es ist jetzt nicht so, dass du da wenig brauchst, sondern wirklich einiges. Ah gut, jetzt habe ich auch 6 Steine gesammelt, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Du kannst das ja mal alles einsammeln, was du hier so unterwegs findest. Noch 2, ja. So. So. Und 6 Steine habe ich jetzt auch, ja. Genau. Jetzt haben wir hier ein altes, kaputtes Lager. Ja. Ich überlasse das jetzt mal dir hier, das entsprechend alles einzusammeln. Ach, das kann ich noch. Das kannst du noch, genau. Da musst du dann nämlich dann das alles einsammeln. Hier sind auch noch Holz und so. Oh. Dann kann man sich hier erstmal was aufbauen. Eine Flint ist doch nur noch Holz, weil wer war denn das mit dem Holz? Das lag doch hier irgendwo rum, oder? Es liegt doch daneben. Daneben. Also ich habe heute meine Brille auf, ja, aber... Du stehst doch drauf. Ja. Ja. So, dann haben wir Feuer und da kann man sich dann schön wärmen. Moment, Moment. Ich habe Feuer gemacht. Oh, das Stimme ist halt kaputt. Ich habe Feuer gemacht, ja. So. Pox hat Feuer gemacht. Pox ist gut. So. Aber ich möchte dir nichts sagen. Was? Nicht ein bisschen blöd, hier Feuer zu machen. Weil der Vorige hat das Dorf auch aufgefackelt. So, ich kümmere mich hier gerade mal um das erste kleine Vieh. Wobei, ich dachte, das jetzt nicht tötet. Soll ich dir dabei helfen? Nö, brauchst du nicht. Nein, anscheinend nicht. Okay. Ist auch nett. Also, bis vor kurzem konnten die Eber gar nicht angreifen. Das waren so schüchterne Eber. Jetzt greifen die wieder an. So, hier kannst du jetzt Close Shreds sammeln, beziehungsweise Baumwolle. Das heißt, du drückst da drauf auf diese Dinger. Dann kommt da dreimal Baumwolle raus. Ach so, er sammelt gerade Essen ein. Ja, ich hab ja auch Hunger. Nein, tut's auch noch. So, aber... Ach, hier, die Dinger. Okay. Genau. Öfter drauf drücken. Ja. Ich weiß nicht, ob die nachwachsen. Ich habe es bisher im Let's Play noch nicht erlebt. Vielleicht werden wir es ja heute erleben. Wobei mein Ziel ist eigentlich heute mit dir auf die andere Insel zu kommen und das auf dem normalen Weg und nicht so wie ich es in meinem Let's Play gemacht habe, über die ganzen Eisschollen hüpfen und versuchen zu überleben und ja nicht ins Wasser zu fallen, weil man sonst erfrieren könnte. Okay, Pox ist am Verrecken. Am Verrecken, wie immer halt. Möchtest du Äpfel oder so? Nö, ich hab ein bisschen Fleisch. Sieht man eigentlich die Energie von dem anderen? Nee, ne? Nee, schade. Energie? Was? Wie? Ja, ich habe ja ein bisschen Energie verloren. So, jetzt gehe ich erstmal zum Feuer, weil mir doch langsam kalt wird. Oh, hier ist noch Apfel. So, dann kann man mit K kannst du in das Crafting-Menü. Und dort siehst du dann Flawless Cotton und Close Threads, die du herstellen kannst unter dieser Tasche. Also mit K kommst du da rein und dann kannst du erstmal craften. Das habe ich jetzt gerade gemacht und habe damit wieder eine Aufgabe erfüllt. Und damit kannst du dir auch Close machen, dass sie ein bisschen wärmer wird. So, hätte ich vielleicht nicht
nicht alles an Cotton, an Flawless Cotton verkraften sollen? Ich ja doch. Eigentlich ja. Also wenn noch hier, ja, es sind Leather Stripes. Warte mal, habe ich hier noch? Bandage. Warte mal, hier habe ich noch einmal Leather Stripes. Die habe ich jetzt mal hier hingepackt. Die liegen gerade im Feuer irgendwie. Erstmal einen Apfel essen und eine Axt craften. Ja, du hast schon eine Axt gecraftet. Ja, okay, das müsste ich auch noch machen. Mal gucken, ob ich liegen Leather Stripes. Gib die mal auf. Was kann ich damit machen jetzt? Big Bark. Hm? Surrounded Surprise. Was ist denn das alles? Bone Dust. Rotting Meat. Ah, wer will denn das? Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir hier anscheinend noch. Ich hau gerade einen Baum kaputt mit Holz, ne? Du hast einen Baum kaputt mit Holz? Ja. So stark bin ich. Ja, gut. Mal gucken. Ah, jetzt kann ich mir Sachen herstellen. So, Flint Axe, Stone Axe. Oh, das ist eine Steinaxe, natürlich schon was Schöneres. Flint Axe nicht so gut? Nein? Der Schaden von einer Steinaxe hat 12 und der von der Flint Axe hat 8. Okay. Ich könnte mir auch. Naja, die Flint Axe tut's jetzt auch mal. Ne, ich nehme jetzt die Steinaxt. So, und die kann ich mir dann natürlich schön in meine linke anpacken. Jawoll. Ach, da bräuchte ich Glow Threads, Flints, okay, Woodsticks, okay, okay, okay. Viele Sachen gibt es leider noch keine Icons, so wie das aussieht. Ja, das wurde ja auch jetzt erst gerade neu, das Update aufgespielt und in 5 Tagen kommt ja schon wieder ein Update. Darum. Aber wenn du jetzt zum Beispiel deinen Stock hast und in der anderen Hand hast du beispielsweise, deine Axt, kannst du dann mit beiden zuschlagen. Linke und rechte Maustaste einfach. War genau verkehrt rum, aber hey. Ja, es ist genau verkehrt rum, aber ja. Welcome to my family. Ja gut. Woohoo! Kannst du mir jetzt bitte erklären, warum du blau bist? Bin ich sonst immer ich der, der blau sein sollte? Warum ich blau bin? Weil ich mir das einfach ausgesucht hatte. Weil blau meine Lieblingsfarbe ist. Ja. So, wo bist du denn? So, nachdem hier, wir das dann hier, jetzt hier, haben, hier, ist jetzt natürlich, haben wir noch ein paar Aufgaben, ne? Craft Bandages müssen wir noch, 2 Bäume müssen wir fällen, jeder, und 6 Holz sammeln, damit wir da die Anzeige endlich weg haben und Platz haben. Also ich fäll jetzt hier ein paar Bäume und, ja. Ja, dann, klar, logisch. Dann fällen wir halt noch Bäume. So, jetzt habe ich gerade wieder, eigentlich müsste ich noch 6 Sticks einsammeln. Oh, man kann, man kann jetzt sogar mehr Holz stacken. Vorher konnte man immer nur 2 stacken und ganz am Anfang, wo du auch noch dabei warst, war es nur einer. Ja, ja, da kann ich mich noch grob dran erinnern. Oh, das Ding kann man auch noch ausgraben, cool. Für mich ist nur gerade die Frage, Sticks, lagen die rum oder ja, die gab's lagen die rum. Irgendwo raus? Die lagen. Warum kann ich jetzt keinen Baum mehr fällen? Ich kann keinen Baum mehr fällen. Axt kaputt, Stock kaputt. Ah. Nö, nö. Nö. Die, die Bäume lassen sich da einfach mal nicht fällen. Die sind fellresistent. So, gucken wir mal. Oh, auf 6 kann ich die sogar schon stacken. Jetzt will ich erstmal herausfinden, wie hoch kann man die denn jetzt stacken? Ich hab jetzt 8. Du hast jetzt 8 auf einem? Ich hab jetzt 8. Okay. Brandages müssen wir noch und 2 Rehe müssen wir noch töten. Ja. 11 habe ich jetzt schon. Boah, das ist ja. Das ist ja platzsparend bis zum geht nicht mehr. Mit 2 hatte ich schon manchmal echt Probleme, aber jetzt ist das ja. Boah, jetzt war mir gerade auf einmal richtig schlecht geworden. Ich habe gerade gesehen, wie der Baum fällt und dachte gerade, der Monitor kippt um. Scheiße, Alter. Oh, fuck. Ah. Also. Ich wollte gerade schon meinen Kopf so leicht zu so drehen, so wie der Baum fällt. Ich glaube, ich sollte die Antibiotika sein lassen. Nein. Vielleicht wirst du dann endlich mal wieder gesund. Definitiv, das habe ich auch vor, keine Sorge, ich habe keinen Bock mehr darauf, zu Hause zu sitzen und die ganze Zeit liegen zu müssen. Ach, so, was gibt's 20 Stück, 20 Stück schon auf einem Stack, ich weiß gar nicht, ach, da hinten bist du? Ja, ich suche gerade immer noch nach Stöckchen, sind aber nur Steine. Ja, dann hau doch kleine Bäumchen um. Oh. Oder Gebüsch oder so. Das geht auch. Wenn du Gebüsch umhaust, dann kriegst du es genauso raus. Okay, 20 Stück kann man stacken, ist aber in Ordnung, finde ich in Ordnung, finde ich super. Damit kann man richtig viel anfangen und man kann endlich mal ordentlich bauen. Du bist doch da schon, genau. Die haust du alle um, diese kleinen hier Dinger und dann... Magst du vielleicht? Geht nicht.
Also ich hau drauf und wow, nicht einfach hier vor meinen Axt rennen. Ach, das passt schon. Du bist ja nur blau. Ja, habe ich eigentlich dann noch blaues Blut? Bin ich vom Adel? Ja, das ausprobieren. Hier, guck mal, da liegen doch schon ein Stöckchen rum. Ja. Boah, diese epische Musik jedes Mal. Und den Baum hier kann ich auch wieder nicht fällen. Komisch. Oder kannst du den Baum fällen? Du meinst diesen Tannenbaum da? Ja. Nee, weil Weihnachten ist ja vorbei. Achso, deswegen. Ach, Mist. So, wenn man das dann alles hat, dann kann ich ja jetzt auch hier meinen Bogen craften. Und dann brauche ich natürlich auch Munition dafür. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich die Munition finde. Woodstick. Eine große Feder aus Holz. Ja, war auch mein Gedanke. Okay, gut. Ja. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Oh, man hat gleich schon alle Rezepte. Das ist natürlich dann wieder heftig. Falls sie überhaupt alle sind. Wo sind denn jetzt die... Da, Flint Arrow. Ach, ich brauche Flint. Klingt logisch, ne? Brauchst Flint? Warte, ich gebe dir welchen. Was, du hast Flint? Du hast Flint? Warte, ich komme zu dir. Was brauchst du denn da? Crafting Table. Craft Items? Was? Ernsthaft? Sieht interessant aus, was ich da gerade gemacht habe. Krass. Der ist neu. Oder ist der mit Kohle gewaschen? Nein, den habe ich gerade gebaut. Warte, du wolltest Flint. Wie war das nochmal? K, nee, I. Warte doch, Flint. Ach, hier. Hier bitte. Ey. Keine Ahnung, wo sie hingeflogen sind. Ich wollte es gerade sagen, irgendwo ist sie jetzt hingeflogen. Aber du hast mir gerade alle gegeben. Ich habe sie schon aufgesammelt. Im Flug. Ah, okay. Yeah. So, bekomme ich 5 Pfeile. Mit den 5 Pfeilen kann ich jetzt ein Reh jagen gehen. Oh.